freue mich, dass wir beieinander sein dürfen. Ich denke, es ist noch ein großes Vorrecht in dieser bösen Zeit. Wir erleben ja, was in der Endzeit für Dinge möglich sind, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Wie die Gemeinde Jesu nicht nur abfällt, sondern wie, sagen wir, die Gottlosigkeiten, das Teuflische, auch das Antichristliche, ihre Krallen und ihr Gesicht zeigen. Darum ist es umso schöner, dass wir noch als Menschen, die dem Herr Jesus dienen wollen, die wirklich letztendlich auch biblisch vorgehen möchten, dass wir beieinander sein dürfen. Ich freue mich. Wir haben ein anspruchsvolles Thema und das Thema ist natürlich so, ich habe ein gewisses Problem. Wenn ihr gesehen habt, wie viele Manuskripte draußen liegen, das hat einen Grund. Und zwar ein ganz einfacher Grund. Man kann jetzt hingehen, was manche Ausleger tun, und einfach den Hesekiel-Tempel nehmen und dann wird spekuliert. Dann sagt der eine, ja, die Opfer sind, das ist der Tempel im Tausendjährigen Reich, das ist so und so und so. Das Problem ist, dass die Bibel es nicht sagt. Und wenn wir jetzt biblisch sauber den Hesekiel-Tempel untersuchen wollen, vor allem was Gott uns durch diesen Tempel sagen will, dann müssen wir praktisch ganz vorne anfangen. Das heißt, wir müssen zuerst untersuchen und wir werden den Hesekiel-Tempel intensiv betrachten, aber wir brauchen Vorlauf. Heute haben wir zum Beispiel das Manuskript, die Tempel der Bibel, das steht ausdrücklich in der Mehrzahl, aber wenn man es jetzt genau nimmt, liegen draußen nach dem Tempel nochmals 5 bzw. 6 Manuskripte, da gehört die Zahlensymbolik dazu, da gehört die Stiftshütte dazu, da ist ein Bild von der Bundeslade, dann ist eine Beschreibung des Zerubabel-Tempels, dann ist der Tempel zur Zeit Jesu und der Grundriss vom Hesekiel-Tempel. Wenn man es genau nimmt, brauchen wir diese 6 Manuskripte die ganze Zeit. Aber wir können nicht nur immer in den Hesekiel-Tempel rein, sondern wir müssen springen. Und zwar, dass wir verstehen. Man muss sich das einfach einmal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Die erste Frage, die man sich stellen muss, warum ein Tempel? Wisst ihr, das Problem ist ganz einfach. Der dreimal heilige Gott, von dem sagt die Heilige Schrift, dass er so heilig ist, dass er das Böse nicht einmal ansehen kann. Und ihr wisst ja aus 1. Mose 6, das Herz des Menschen ist durch und durch böse. Wir wissen, wenn Gott mit seiner Heiligkeit letztendlich auf den Menschen trifft, ist seine Sündhaftigkeit. Ich erinnere an die 2 Priestersöhne, die falsches Feuer vor den Altar brachten und gestorben sind. Das heißt, die Heiligkeit Gottes ist so absolut, dass kein Mensch von uns sich Gott nahe könnte. Er würde sofort durch die Heiligkeit Gottes vernichtet und würde sterben und würde in die Hölle fahren. Das ist der Grund, warum Gott in seiner Liebe zu uns Menschen, in seiner Weisheit, ich sage es einmal so, Zwischenstufe geschaffen hat, durch die wir Gott begegnen können. Diese Zwischenstufe sind alle Hebräer 10, 1. Das möchte ich einfach betonen, dass gar keine falsche Idee aufkommt, auch wenn wir jetzt diesen Tempel uns ansehen. Also Hebräer 10, 1 ist der Schlüssel. Dort sagt die Bibel, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hatte, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfer, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Jetzt sagt die Bibel, der ganze Opferdienst, die ganze Tempel, alles, was uns hier in der Heiligen Schrift dargeboten wird, auch Hesekiel, ist nur ein Schatten. Wie entsteht ein Schatten? Indem ein Körper von der Sonne beleuchtet wird und dann wirft es einen Schatten. Und dort, wo bei uns gerade die Bibelstelle war, im Hebräer 10, steht eigentlich im Grundtext statt Ebenbild die Gestalt. Das heißt, der, der den Schatten wirft, das ist der Herr Jesus. Das heißt, Herr Jesus ist die totale Offenbarung Gottes, die einzige Möglichkeit einer wirklichen Begegnung mit dem dreimal heiligen Gott und die Tempel Schatten des Vor. Das ist ein Musterbeispiel. Wir sehen, dass Gott es in Israel natürlich wirklich gegeben hat, um es alles vorzubereiten. Er hat, um den Menschen klarzumachen, dass man nur versöhnt werden kann,
Wenn Blut vergossen wird, hat er Millionen von Tieren staubelassen. Er hat das ganze, der ganze Opferdienst alles so aufgebaut, dass er letztendlich immer nur an eine Stelle hinzielt, auf die Person Jesu. Das muss uns klar sein, sonst versteht man gar nichts von dem ganzen Tempel. Jetzt hat sich das entwickelt. Wir haben jetzt lauter Stufen von Tempeln, bis wir dann zum totalen Tempel kommen. Und das werden wir dann sehen, der echte Tempel Gottes, das war das, was Mose auf dem Sinai gesehen hat. Er hat die Stiftshütte im Himmel gesehen. Das war der totale Tempel. In diesem Tempel ist der totale hohe Priester, der Herr Jesus, eingegangen. Steht in Hebräer 10, 19. Hat die Himmel durchschritten, hat genau das getan, was der hohe Priester tut. Aus dem Grund müssen wir, wenn wir den Tempel untersuchen, auch Hesekiel, um den Unterschied zu sehen, müssen wir Yom Kippur, der Versöhnungstag, aus 3. Mose 16 studieren. Nur wenn man das alles versteht, kann man überhaupt über Hesekiel nur auch einen Millimeter Aussage machen. Man kann über Hesekiel gar nicht reden, wenn man das nicht alles weiß. Von daher haben wir eine Laufzeit, bis wir überhaupt richtig in den Hesekiel hineingehen. Jetzt ist natürlich so, das Manuskript heißt nicht umsonst die Tempel der Bibel. Also Tempel immer die Stationen, wo Gott dazwischen geschaltet hat, dass er in seiner Heiligkeit uns begegnen kann. Der erste Tempel, und ich glaube, dass die meisten Menschen das gar nicht wissen, auch die Bibelleser, dass das eigentlich im biblischen Sinne ein Tempel war und es wurde auch nirgends so ausgelegt. Aber biblisch ist es eindeutig, 2. Mose 33, Vers 7 bis Vers 23. Das heißt, bevor es irgendeinen Tempel gab, auch kein salomonischer Tempel, kein herodianischer Tempel, gar nichts gab, hat Gott praktisch schattenbildlich. Er nennt es hier, ich lese Vers 7, Zelt der Zusammenkunft, hat er das gegeben. Als, ich sage es mal so, Hilfstempel. Mose aber nahm das Zelt, schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und es geschah, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Ganz wichtig. Zum Zelt, nicht ins Zelt. Das ist ganz wichtig. Wir müssen ganz biblisch, also bei dem Thema müssen wir ganz korrekt sein. Ganz penibel, millimetergenau den Bibeltext untersuchen. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, er durfte hineingehen, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er, nämlich Gott, redete mit Mose. Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Auch er durfte hinein, sein späterer Nachfolger. Also hier sieht man schon, Gott bestimmt, wer darf in den Tempel hinein. Er hat ja später angeordnet, nur der hohe Priester. Und er zeigt ganz klar, nur wenn er mit seiner Gegenwart, das war ja die Shechina, die Wolke- und Feuersäule, wenn die sich praktisch äußert, nur dann ist eine Begegnung möglich. Wir werden nachher sehen, warum das von dramatischer Bedeutung ist. Hier interessanterweise, obwohl es noch keine Bundeslade gab, kein Sühnedeckel, keine heiligen Geräte, gar nichts, offenbart sich Gott in einem gewöhnlichen Zelt und lässt die Wolke- und Feuersäule, die Shechina, auf einem ganz gewöhnlichen Zelt sich niedersetzen. Ungeheuer, es war der erste Tempel. Und es durfte nur zu dem, in dem Stadium, in dem Fall Mose und Josua hinein. Und Gott sagt dann zu ihm, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Nächster Vers. Dann jetzt sagt er hier, er will Gott eigentlich begegnen. Und er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Versteht ihr, was da passiert?
dieser Mose, der war 100-mal intelligenter, geistlich intelligenter, als wir denken. Obwohl, ihr müsst euch das vorstellen, die Schechina, was wäre, wenn wir dort gelebt hätten, hätte die Wolke und Feuersäule auf dem Sinai gesehen, auf der Stiftshütte, auf diesem Vorläuferzelt. Und obwohl er diese Herrlichkeit Gottes in so einer Art und Weise sieht, dass die Glieder dieses Volkes Israel in Ehrfurcht, wenn er zum, sagen wir, zu dem kleinen Zelttempel ging, sie standen in Ehrfurcht an ihren Zelten. Da ist niemand mehr im Zelt gehockt. Sie standen ehrfürchtig da. Sie haben gewusst, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt geht er hin und sagt, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er erkennt, dass es nur ein Schatten ist. Steht hier. Er erkennt, es ist nur ein Schatten. Und er weiß, da gibt es eine Herrlichkeit, die das alles bei weitem in der Wind schlägt. Etwas, das ungeheuer ist, wo das anders nur ein Abklatsch dagegen ist. Und Gott sagt, naja, ich kann es dich nicht zählen lassen. Entschuldigung, diese Ausdrucksweise jetzt, aber er sagt, ich kann es dich nicht zählen lassen, sondern du sollst auf dem Felsen stehen. Wer ist der Fels? Laut 1. Korinther 10, der Herr Jesus. Und hier hast du schattenbildlich angezeigt, nur wenn du auf dem Felsen stehst, kannst du Gott überhaupt begegnen. Und er sagt dann im Vers 23, im Schlussvers, mein Angesicht sollst du nicht sehen. 2. Korinther 4 sagt, das Angesicht Gottes des Vaters ist der Herr Jesus. Versteht ihr? Schon alle diese Tempel, alle diese Darstellungen, alle diese Offenbarungen, das ist wirklich Apokalyptik, das ist die Offenbarung Gottes, zielt immer nur auf eine Person, auf die Person Jesu Christi. Auch die ganze Tempel. Und hier hast du etwas Wunderbares. Ihr müsst es in Ruhe durchlesen, man muss darüber beten, dass man hier überhaupt merkt, was da für gewaltige Offenbarungen drin sind. Und da ist der entscheidende Punkt. Er sagt, ich kenne dich mit Namen, du hast Gnade gefunden. Und das waren die Bedingungen. Das sind auch die Bedingungen heute. Wenn ein Mensch im Buch des Lebens eingeschrieben ist, wenn Gott ihn mit Namen kennt, wenn er sich bekehrt hat, wenn er wieder geboren wurde, gerettet ist, wenn er Gnade als Geschenk empfangen hat, es ist ja ein Gnadegeschenk, das ich nur annehmen muss, ich kann es nicht verdienen, er gibt es mir kostenlos, was der Jesus getan hat, dann sagt er, wenn du dann auf dem Felsen stehst, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, was es heißt zu stehen, was das alles bedeutet, dann kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber in diesem Stadium des ersten Vorläufertempels, nicht von Angesicht zu Angesicht. Wieso steht noch in Vers 11 und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht? Wisst ihr, da steht in der Bibel. Er redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht und dann sagt er, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Das ist ganz einfach. Weil das Angesicht Gottes des Vaters in seiner Heiligkeit nie jemand sehen kann. Das Angesicht Gottes ist der Herr Jesus. Und damit siehst du schon, dass er hier sich dazwischen stellt. Wenn Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht redet, dann redet nicht Gott, der Vater, mit ihm, sondern Herr Jesus. Und das war das Geheimnis. Aber das Angesicht des Vaters konnte er nicht sehen. Und die Herrlichkeit war noch nicht geoffenbart. Darum hattest du jetzt nur, manchmal denkst du doch, wie wäre es schön, wenn wir aber Wolke und Feuersäule hätten. Du weißt genau, wenn sie aufbricht, dann musst du auch aufbrechen, das wäre wunderschön. Und das ist nur ein Abklatsch, Entschuldigung, wie es mal so sagt. Das ist nur ein Schatten, ein Vorläufer von der Herrlichkeit, die Gott dann wirklich geoffenbart hat. Jetzt muss ich aber vorsichtig sein, dass ich nichts Falsches sage. Aus einem ganz einfachen Grund. Es war vom Wesen her die Wolke und Feuersäule natürlich die wirkliche Herrlichkeit Gottes. Aber das, was die Menschen zu diesem Zeitpunkt sehen konnte, war wirklich nur ein Abbild, ein Abklatsch, nämlich nur ein Schatten. Hätte sie die echte Herrlichkeit Gottes gesehen, wären sie gestorben. Versteht ihr? Gott hätte es so machen müssen, dass du nur diesen Schatten siehst. Von daher war das alles Vorläufer, nicht echt. Wenn ich sage Abklatsch, meine ich das nicht abwertend, sondern so im Vergleich zu der totalen Herrlichkeit, die unendlich herrlicher und unendlicher ist, als wir uns vorstellen können, aber die kannst du nicht sehen. Und hier ist es so, das war der erste Punkt. Jetzt geht Gott weiter. Jetzt lässt er in 2. Mose 26 die Stiftshütte bauen.
Und wohl war dieses Zelt parallel dazu die ganze Zeit da, bis die Stiftshütte fertig war. Und er sagt hier, es ist die Wohnung. Und wenn du die Wohnung siehst, dann siehst du seltsame Dinge. Jetzt kommen wir zu dieser Aussage, wo ich vorher gemacht habe, wegen der Zahlensymbolik. Wir brauchen die Zahlensymbolik absolut, wenn man die Tempel ansieht, weil Gott alles auch in der Zahlensymbolik, in diesen Schattenbildern geoffenbart hat. Wenn du frisch bekehrt bist und nicht lang Bibelleser und da kriegst du das alles nicht mit. Ich habe es die ersten Jahre meines Glaubenslebens gar nicht gewusst. Aber je länger du bereit bist, Gott zu dienen, je länger du bereit bist, um Herr Jesus zu dienen, je mehr du dich reinigen lässt durch Jesu Blut, je mehr du dem Heiligen Geist Raum gibst, dass er offenbaren kann, wird er diese Dinge offenbaren. Jetzt hast du hier die Stiftshütte. Das heißt, das Zelt, wo Mose Gott begegnet ist, nämlich mal Jesus in dem Fall, wo die Herrlichkeit nur ein Abbild der wirklichen Herrlichkeit, dass wir uns richtig verstehen. Wisst ihr, du hast das zwar gesehen, aber dahinter, und die konnte er nicht sehen, die echt ist, weil er gestorben. Du hast nur das gesehen, was Gott als Schatten gegeben hat, den Vorspann. Und jetzt kommt die Wohnung. Wohnung. Da kommt ja sofort jedem Bibelleser der Gedanke, die Ruhe in Christus, wo ich zur Ruhe komme, wo ich wohne. Wo aber auch Gott sich offenbart. Und diese besteht aus 10 Zeltbereichen. Jetzt kommen wir zu dieser Zahlensymbolik, die wir noch näher ansehen müssen. 5 ist die Zahl der Gnade und 5 plus 5 ist die Zahl der Gnade und der Verantwortung. Also du hast hier Gnade und Verantwortung. So besteht letztendlich die Stiftshütte. Ihr könnt dann bei den anderen Manuskripten nachgucken, außer der Zahlensymbolik ist auch noch Stoffsymbolik und die Dinge dran. Ging jetzt zu weit. Blau, roter, purpur, Karmesin, diese Dinge. Und sie besteht aus einer Länge von 28 Ellen. 4 mal 7. 4 ist eine Vollzahl, heißt immer alles. 7 ist die Zahl Gottes. Das heißt, das ist die totale Offenbarung Gottes. Und sie haben alle ein Maß. Jeder Gläubige hat das Gleiche erlebt. Er ist in einem Geist zu einem Leib getauft, gehört so zum Leib Christi, zu diesem Tempel des Heiligen Geistes. Und da ist alles ein Maß, da geht alles nach der gleichen Art und Weise. Und jetzt sind diese Zeltbeine zusammengemacht, wenn ihr Vers 5 lest, Vers 6, Vers 6 und so weiter, mit 50 Klammern. 50, dieses Wort ist im Griechischen Pentekoste. Das war der 50. Tag, das war das Fest der Wochen in Israel. Und das ist das Wort, wo wir mit Pfingsten übersetzen. Das heißt, er sagt hier, dieser Bau geschieht durch Pfingsten, durch den Heiligen Geist. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Und dann sagt er, die Länge einer Zeltbalk soll 30 Ellen sein, die Breite 4, Vers 8. 30, 6 mal 5, 6, der Sünder muss mit 5 mit der Gnade zusammenkommen und es geschieht durch 50 Klammern durch den Heiligen Geist und dann hast du plötzlich hier im Endeffekt Tempel Gottes. Ich breche hier ab, müsst ihr doch näher untersuchen, nur um es zu zeigen. Es kommt hier jetzt was Gewaltiges. Da hast du Bretter, die mit Gold überzogen waren. Bretter, Holz, das Gewachsene, der natürliche Mensch, der dann ein Baustein ist für den neuen Tempel des Heiligen Geistes, wird mit Gold, mit dem Wesen Gottes überzogen, bei der Wiedergeburt. Da geschehen gewaltigste Dinge und ich sage es euch ganz ehrlich, man muss sich zuerst daran gewöhnen an diese Denkweise der Bibel. Aber das ganze Alte Testament atmet fast in jeder Zeile diese Offenbarungen. Und wenn man sagt, das Alte Testament ist halt langweilig, man müsse das lesen, muss ich sagen, Entschuldigung, das war mal. Wenn du mal dahinter kommst, was hier für Geheimnisse sind, was hier für Offenbarungen sind, dann kannst du nur noch das Gleiche tun, wie die Männer, die Wolke und Feuersäule, die Schechina, nur den Schatten gesehen haben und in Ehrfurcht vor dem Zelt standen. Du stehst dann vor dem lebendigen Gott, du kannst hier nicht mehr normal dich benehmen, du hast hier gewaltigste Offenbarungen. Gell, du siehst silberne Füße, Silber, Psalm 12,7, letztendlich ein Bild fürs Wort Gottes. Du hast hier eine Zahl, eine Stoff, eine Offenbarungssymbolik, die so gewaltig ist, dass du 10 Jahre drüber predigen könntest, du wärst nicht fertig. Ich kann es nur anreißen, was hier ist. Der zweite Tempel war die Stiftshütte. Und die Bibel sagt klipp und klar, und wir sehen das nachher, wenn man das Manuskript Stiftshütte uns ansieht, Gott hat ihm, Mose, die Stiftshütte auf dem Sinai gezeigt.
Ich denke, dass das, was er auf dem Sinai gesehen hat, kein Schatten war. Sondern die Bibel sagt ganz klar, er durfte die richtige Stiftshütte sehen. Also nochmal, damit man es richtig versteht. Ich möchte es ja nicht abwertend verstanden wissen. Wenn die Wolke und Feuer sind, es war wunderbar und Herrlichkeit. Aber es konnte nicht die echte Herrlichkeit Gottes sein, sonst wären die alle tot umgefallen. Also hat Gott nur ein Vorspann gemacht, praktisch ein Schatten, ein Schattenbild. Abbild. Und hier das Echte ist dahinter und bei Stiftshütte hat er die Stiftshütte aufgebaut, dass sie völlig exakt, das müsst ihr euch mal vorstellen, zu dem Zeitpunkt, sie zeigt völlig exakt, wie der Leib Jesu Christi gebildet, zusammengefügt wird, wie er funktioniert, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ist ungeheuer, sehen wir, wenn wir Stiftshütte noch näher sein. Dort ging einmal im Jahr der hohe Priester ein, Hebräer 10, 19. In die Stiftshütte im Himmel ist einmal im Jahr der hohe Priester eingegangen. Und zwar ein einziges Mal, nämlich in dem Jahr, als es galt. Er musste nur einmal eingehen und dann war alles fertig. Vollkommene Offenbarung, vollkommenes Opfer geschehen. Einmal mit seinem Blut ist er reingegangen. Wir sehen das nachher, was das bedeutet, wenn wir auch die andere Tempel, auch die Bundeslade uns ansehen, wirklich und diese Dinge. Dann kam der Tempel Salomos. Was war der Tempel Salomos? In 1. Könige 6. Der Tempel Salomos war letztendlich, wenn man es genau nimmt, der dritte Tempel. Das erste war das Zelt, das zweite war die Stiftshütte und die dritte Offenbarungsstätte, ich nenne sie jetzt einfach mal Tempel, war 1. Könige 6. Wenn man es natürlich genau nimmt, ist der erste Tempel, weil er nämlich aus Steinen gebaut war. Und er sagt hier etwas Wunderbares. Das Haus des König Salomo dem Herrn baute. Wisst ihr, wer der Architekt war vom Salomonischen Tempel? Es war David. Die Bibel sagt ganz klar, er hatte durch den Heiligen Geist die ganze Baupläne im Herzen. Das heißt, Gott ist hingegangen, hat dem David die gesamte Baupläne durch den Heiligen Geist geoffenbart, die waren in seinem Herzen drin, aber er durfte nicht bauen, weil er ein Blutsmensch war. Aber er hatte die volle Offenbarung. Salomo hat gar nichts getan, wie das ausgeführt, was sein Vater im Herzen hatte. Er hatte volle Verbarung des Heiligen Geistes. Und wenn man es jetzt genau nimmt, dann ist der Tempel Salomos nichts anderes wie die Stiftshütte in Steinform. Er hat es nur in Steinform gebaut. Und da gab es ein Zentrum, der Vers 16. Und baute es für ihn inwendig aus zum Sprachort zum Allerheiligsten. Im Allerheiligsten, das war der Sprachort. Und das muss man natürlich wissen, warum Sprachort? Im Allerheiligsten war ein zentrales Element, das dürfen wir überhaupt nicht unterschätzen, das die entscheidende Rolle gespielt hat bei allem. Und zwar, das war die Bundeslade. Aber die Bundeslade war auch wieder nur ein Schatten. Versteht ihr? Also ich nehme das Wort Abglatsch zurück, es ist mir selber zu extrem. Sagen wir ein Abbild, so müssen wir sagen. Es ist auch nur ein Bild. Wisst ihr, das war auch noch nicht das Echte. Und da war ein Sühnedeckel drauf. Und auf diesen Sühnedeckel hat der hohe Priester das Blut gesprengt. Und jetzt sagt die Bibel, 4. Mose 7, 89. Und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen, vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist, zwischen den beiden Cherubim, und er redete zu ihm. Drum heißt es Sprachort des Allerheiligsten. Dort hat Gott geredet. Wo hat er geredet? Vom Sühnedeckel. Was war auf dem Sühnedeckel? Die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, die Herrlichkeit, war auf der Stiftshütte, in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, auf der Bundeslade, bei der Bundeslade, auf dem Sühnedeckel. Wissen Sie, jetzt kommt was, das sieht man leider, die Bibelübersetzer haben alle hier, waren hier alle feig. Mit Ausnahme, ich ziehe den Hut, Luther hat es gleich übersetzt, aber die meisten haben sich nicht getraut, das zu übersetzen, was hier steht, in Römer 3, 25. Ich lese jetzt, was wörtlich im Grundtext steht vom Herr Jesus. Ihn hat Gott zum Sühnedeckel bestimmt. Er ist der Sühnedeckel. Merkt ihr jetzt, alle Tempel,
zielen nur auf die Person Jesu, auf sein Opfer, sonst auf gar nichts. Und du hast hier in der Stiftshütte bereits die Volloffenbarung Gottes. Beim König Salomo, da wird es dann ausgebaut mit Steinen, genau nach der Erweisung Gottes. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Die Bibel sagt ja nachher, wenn der Tempel fertig ist, dann baut Gott einen weiteren Tempel, nämlich den Tempel des Heiligen Geistes. Das wird in der Stiftshütte, das wird im Salomonischen Tempel vorgeschattet. Er baut den Tempel des Heiligen Geistes und der besteht laut 1. Petrus 2, Vers 4 aus den Gläubigen. Jeder von uns ist ein Stein an diesem Tempel. Und jetzt erklärt er, dass er die Bedingungen vorgibt, wie man Gemeinde baut. Das heißt, er sagt zum Beispiel unbehauene Steine. Er sagt ganz klar, wie dieser Tempel gebaut wird. Und jetzt siehst du im Schattenbild, was will Gott von den Gläubigen? Wenn du das Schattenbild übersetzen kannst, dann siehst du, wie man Gemeinde baut, siehst du an den Mosebüchern. Du siehst im ganzen Alten Testament aus dem Hesekiel, wie man Gemeinde baut. Das sieht im Neuen Testament ist Stichwort. Aber du kriegst es ausführlich beschrieben im Alten Testament, weil Gott hier sich so vollkommen geoffenbart hat. Und dann in Kapitel 8, Vers 6 heißt es, und die Priester brachten die Bundeslade in ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste. Wisst ihr, und hat extra da zwei Engel drauf machen lassen, vorne ein, hinter ein, also links und rechts ein, so ist richtig. Und diese Engel haben nur auf den Sühnedeckel gesehen. Also was sieht die ganze himmlische Welt, wo ist ihr einziger Blick drauf gerichtet? Auf den Sühnedeckel. Wer ist der Sühnedeckel? Der Herr Jesus. Versteht ihr? Schon da sind lauter Offenbarungen Jesu Christi. Und ihr braucht auch nicht erschrecken, wenn jetzt ein bisschen hier viel von diesen Dingen kommt. Wir werden jetzt die ganze Zeit, die ganze Woche immer wieder bei jedem Manuskript kommen auf diese Dinge. Wir werden sie ganz intensiv uns ansehen. Und dann kommen wir zum Entscheidenden. Ich sage es gleich vorab am ersten Abend. Wisst ihr, was im Hesekiel-Tempel das wesentliche Merkmal ist? Du musst die Leute fragen, was ist das wesentliche Merkmal des Hesekiel-Tempels? Er hat keine Bundeslade, er hat keinen Sühnedeckel. Kann das denn ein vollgültiger Tempel Gottes sein? Niemals. Versteht ihr? Ich sage gleich vorab, der entscheidende Punkt ist, dass der Hesekiel-Tempel keine Bundeslade, keinen Sühnedeckel hat. Aber der Tempel Salomos hat es noch, als der zerstört wurde, hat ja Zerubabel wieder einen Tempel aufgebaut. Der hatte auch keine Bundeslade. Der hatte auch keinen Sühnedeckel. Der Tempel zur Zeit Jesu hatte auch keine Bundeslade und hatte auch keinen Sühnedeckel. Und die wussten das alle, die Juden. Die haben das gewusst, auch die Pharisäer. Wir können Gott gar nicht dienen. Der Hohepriester kann nicht ins Heiligtum, weil kein Sühnedeckel da ist, keine Bundeslade. Es kann kein Yom Kippur, keine Versöhnung geschehen. Die haben das gewusst. Flavius Josephus beschreibt es dann und sagt, naja, was haben sie getan? Sie sind hingegangen, haben einfach ein Schälchen Blut auf den Stein gestellt und haben gedacht, vielleicht ist Gott damit zufrieden. Aber was hat logischerweise, und das wird ganz genau auch berichtet, beim Zerubabel-Tempel, beim Herodianischen Tempel, bei diesen alle gefällt? Die Schechina. Gott hat sich nicht mehr hier offenbaren können, weil es kein Sühnedeckel gab. Er geht auf den Sühnedeckel. Er konnte nicht mehr zu ihnen reden, weil hier letztendlich der Sühnedeckel weg war. Müsst ihr euch vorstellen. Das ist dramatisch. Wieso verteilt unser Tempel in Hesekiel? Dramatisch. Aber ich zeige euch dann einen Tempel, der ist millionenmal besser wie der Hesekiel-Tempel, millionenmal besser wie die Stiftshütte, millionenmal besser wie das wunderbare Heiligtum Salomos. Unendlich besser. Wir werden dann der Tempel des Heiligen Geistes sehen. Der wirkliche Tempel, der nichts anderes ist wie der Leib Jesu Christi. Ein Teil vom Herr Jesus. Aber versteht ihr? Und trotzdem, dass das so war, hat sich dann in diesem Tempel, 1. Könige 8, Vers 10, etwas ereignet. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, der erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Vers 11, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Herrlichkeit Gottes hat diesen Tempel erfüllt, weil eine Bundeslade da war, weil ein Sühnedeckel da war. Und weil Blut auf dem Sühnedeckel war, ist der entscheidende Punkt. Wisst ihr,
Und jetzt passiert natürlich das Dramatische. Ich habe das auch hier drinnen in dem Manuskript vom Zerubabel-Tempel. Ich habe das aus dem Flavius Josephus abgeschrieben. Und zwar, in der Bibel wird interessanterweise, wenn es um diesen Tempel des Zerubabel geht, also ihr wisst ja, der Tempel ist ja zerstört worden. Die Babylonier haben den Tempel vollkommen verbrannt, da ist alles weg gewesen. Und es gab keinen Tempel mehr, damit war Israel ohne Tempel. Und als sie dann zurückkamen, das wird ja im Buch Esra und Nehemia beschrieben, haben sie wiederum den Tempel aufgebaut. Und wer da dazugehört, da hat Zacharia dazugehört, Haggai, diese ganzen Bücher. Und Haggai ist die einzige Bibelstelle, die das einigermaßen beschreibt. Sie sagt in Haggai 2, Vers 18, und da kommt ein ganz entscheidender Satz: So achtet nun aufmerksam darauf von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Es wird nur beschrieben, dass hier Zerubabel den Grundstein gelegt hat. Also wird ja beschrieben in Nehemia 3, wie Jerusalem die Mauern wieder aufgebaut werden. Und der Tempel selber, von dem wird nur gesagt, es wird das Fundament gelegt. Aber die Bibel berichtet nichts davon. Jetzt muss man sich ja fragen, warum sagt die Bibel da nichts? Sagt nichts. Und es ist jetzt interessant, wenn ihr das durchlässt, da war etwas, als der fertig war, waren dort noch Leviten und Priester, die den echten Tempel Salomos gesehen hatten. Die echte Wolke- und Feuersäule gesehen hatten. Und nochmal, obwohl es nur ein Abbild ist, war das schon so herrlich, dass es unbeschreiblich war. Obwohl es nur ein Schatten war, sie haben das gesehen und waren völlig fasziniert von diesen Dingen. Jetzt kommt der neue Tempel. Jetzt beschreibt Flavius Josephus, dass sie sich praktisch geschämt haben, dass sie geweint haben, dass sie traurig waren, was für ein billiges, neues Gebäude hier entstand, das sich nicht mehr vergleichen konnte mit dem echten Tempel. Wisst ihr, sie haben natürlich etwas erkannt, der entscheidende Punkt, es war kein Sühnedeckel drin, damit keine Offenbarung Gottes, keine Bundeslade, es war praktisch nur eine Wartestellung. Wisst ihr, und heute gibt es in Israel ja, das Tempelinstitut, die sagen, wir bauen den Tempel wieder auf. Sie haben ja Hoffnung, weil aus dem chassidischen Raum, die Kassiten sind ja eine der extremen orthodoxen Richtungen, ich denke, das waren die Kassiden, gibt es eine Weissagung oder Offenbarung, dass die Bibelstelle, dass oder die ganze Bibelstelle, die vom Tempel redet, dass die durch Edom erfüllt würden. Edom ist ja Esau. Ist ja nichts in der Bibel. Und dann sagen sie, Edom ist nach orthodoxer Meinung ein Bild für die Heiden. Und sie glauben, dass Trump, der Präsident, dieser Edomiter ist, der ihnen hilft, den Tempel wieder aufzubauen. Das ist natürlich menschliches Fantasiegebilde, gell? Aber es ist interessant, sie haben gewusst, dass es keinen Wert hat. Sie haben gewusst, hier ist nichts und jetzt müsst ihr einfach das ganz klar euch vergegenwärtigen. Jeremia 3, Vers 16 sagt, die Bundeslade wird keine Rolle mehr spielen, wir kommen dann an die Stelle und sie wird nie mehr gebaut werden. Und das Interessante ist, die Leute vom Tempelinstitut, die haben jetzt angefangen, du siehst zum Beispiel vor der Hurwa-Synagoge in Jerusalem, siehst du der Originalleuchter, den sie nachgebaut haben. Den haben sie original nachgebaut. Wisst ihr, was interessant ist? Was sie nicht nachbauen, sie haben es bisher nicht einmal erwogen, sie bauen keine Bundeslade, sie bauen keinen Sühnedeckel. Jetzt müsstest du die Leute fragen, warum baut er denn das nicht? Kennt ihr etwa Hesekiel 3, 16? Das heißt, auch wenn jetzt ein neuer Tempel entsteht, wenn Hesekiel wirklich diesen neu entstehenden Tempel meinen würde, was ich mal in Frage stelle, dann wäre das auch kein richtiger Tempel, weil kein Sühnedeckel drin ist, weil kein Bundeslade drin ist und weil Gott es nur als Schatten hat. Wir haben aber den Schatten jetzt nicht mehr. Wir haben den Körper, der Herr Jesus selber. Und jetzt ist der Tempel des Heiligen Geistes, den er geschaffen hat, der Entscheidende. Das werden wir sehen, wenn wir das Wort Naos untersuchen. Aber für uns ist halt wichtig, um es zu verstehen. Und Herodes der Große, der nicht mal ein Jude war,
Den haben die Römer eingesetzt. Das ist auch interessant, wie das geschehen ist. Das ist allgemein nicht bekannt. Da gab es zwei Nachkommen der Makkabäer. Ihr wisst ja, was die Makkabäer sind. Als Israel dann vollkommen unter der Fremdherrschaft war, und das war eines der vier Diadochenreiche. Alexander der Große war der Große, könnt ihr alles nachlesen in Daniel 2 und 7. Daniel war der große Offenbarer vor Gott. Und da war Alexander der Große, und der hat dann vier Diadochenreiche gehabt. Vier Nachfolgerreiche. Und da war eines davon, war das Reich des Antiochus Epiphanes. Es war eigentlich Syrer. Und Antiochus Epiphanes ist ein Vorläufer des Antichristen. Und dieser Antiochus Epiphanes, das ist ein Mensch gewesen, der hat, um die Juden zu reizen, hat er auf dem Tempel in Jerusalem eine Sau geopfert und hat über den Altar Gottes hat er einen Zeus-Tempel gebaut. Das kann man sich nicht vorstellen. Und die Makkabäer waren dann die, die den Aufstand gemacht haben und sagten, obwohl das ja eigentlich nur ein, ich sag's mal, ein Vorläufer-Tempel ist und nicht mehr der echte, ist das Gotteslästerung, haben Aufstand gemacht und haben dann letztendlich wieder die Besatzer zurückgeschlagen und haben den Tempel wieder geweiht. Das ist das heutige Chanukka-Fest der Juden. Also man sagt immer, das Weihnachtsfest der Juden ist Unsinn. Das ist auch ein Lichterfest, in etwa zur gleichen Zeit wie das Weihnachtsfest. Aber in Wirklichkeit ist das die Einweihung des Tempels, wo sie ihn wieder gereinigt und eingeweiht haben. Und zwei dieser Nachkommen, dieser Makkabäer, die haben sich gestritten, wer König wird. Dann haben sie einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie haben sich an Rom gewandt und haben gesagt, wer von uns zwei soll König werden? Entscheidet ihr als die große Weltenherrscher. Die haben ganz einfach gesagt, gar keiner. Wir nehmen Herodes, weil der ist unser Günstling. Dann haben sie Herodes genommen, der nicht immer ein Jude war. Und der hat dann den Tempel ausgebaut. Der hat den wunderbar gebaut. Man sagt ja, es war eines der Weltwunder. Der hat es mit Gold, alles mit Gold verkleidet und wunderbar. Es war eine Herrlichkeit, unbeschreiblich. Wenn man ja das Korpus oder den Ölberg betritt, dann ist das Erste, was du siehst, der Tempelberg. Und wenn dann ein riesiges Gebäude mit Gold da ist und die Sonne drauf scheint, ist wunderbar. Aber wisst ihr, das war halt auch nur Täuschung. Wisst ihr warum? In diesem Tempel war im Allerheiligsten nichts. Da war kein Bundeslade, da war kein Sühnedeckel, da war kein Shechina, da war gar nichts. Nur ein Vorläufer. Das war der Tempel des Herodes zur Zeit Jesu. Wisst ihr, jetzt versteht ihr auch, warum der Herr Jesus was ungeheuer sagt in Johannes 2,20. Ihr findet die Stelle dann alle auf den Manuskripten. Johannes 2,20 sagt, der Jesus sagt nämlich zu ihnen, brecht diesen Tempel des Herodes ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Die 3 Tage, wo er im Totenreich war, dann verstanden ist. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Das ist der echte Tempel. Wisst ihr, und da siehst du schon, dieser herodianische Tempel war auch nur ein Vorläufer. Jetzt verstehst du auch, dass das alles eigentlich alles nur Vorläuferstadium hatte. Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Auch dieses Vorläuferstadium und nur Abbild und nur Schatten und gar nicht das Echte, war trotzdem vor Gott gegeben und so heilig, dass der Herr Jesus hingegangen ist und mit einer Peitsche die Händler aus dem Tempel rausgepeitscht hat. Also selbst der Vorläufer war schon so heilig. Wie heilig muss dann der echte Tempel sein? Wenn der Jesus schon so vorgeht, wisst ihr. Und da hast du etwas. Und jetzt dieser Tempel, den der Jesus meint, das ist der echte Tempel. Ich warte auf kein Hesekiel-Tempel. Entschuldigung, wenn ich das vorab gleich sage. Ich warte auf kein Tempel in Jerusalem. Ich sage, wenn die mich fragen würden, würde ich sagen, oh ihr lieben, gesetzestreue Juden, ihr könnt bauen, was ihr wollt. Das ist alles nur ein Abbild, alles nur ein Schatten, alles ein Nichts im Vergleich zu dem Echten. Und sagt, ihr braucht gar nicht bauen. Es hat schon bereits jemand der echte Tempel des Heiligen Geistes gebaut. Ihr anerkennt ihn nur nicht. Der heißt Yeshua HaMashiach auf Hebräisch. Jesus der Messias. Wisst ihr, und jetzt sagt die Bibel in 1. Korinther 3,16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr.
1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass er nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Entschuldigung, wenn wir zum Tempel gehen, wisst ihr, dann kommen wir in Bereiche hinein, und ich sage es mal vorsichtig, dieser Tempel wird keine Theorie sein, sondern dieser Tempel wird uns ins Innerste gehen, wird uns vor eine Entscheidung stellen. Was sagt hier die Bibel? Ich bin jetzt mit meinem Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe jetzt den Heiligen Geist in mir. Jetzt ist diese Heiligkeit Gottes in mir. Die Shechina, die Wolke und Feuersäule, ist in mir als Gläubiger. In meinem Geist, so sagt Römer 8, Vers 9 und 10. Und sagt, dadurch hast du dein Recht an dir selber verloren, dadurch gehörst du dem Herr Jesus. Sagt, du bist teuer erkauft durch Jesu Blut. Jetzt bist du verpflichtet, Gott mit diesem Leib und deinem Geist. Ist das aufgefallen, was hier steht? Leib und Geist gehören Gott. Wo ist die Seele? Wir müssen ganz genau lesen. Leib und Geist, weil die Seele ist das Neutrum, das nur funktioniert, wenn ich im Geiste wandle. Geist und Seele gehören Gott. Wenn ich jetzt Gott wirklich diene, dann bin ich ein wahrer Tempel des Heiligen Geistes. Dann kann Gott das tun, was er getan hat auf der Stiftshütte, auf dem Salomonischen Tempel. Dann kann die Herrlichkeit Gottes sich offenbaren. Durch Verkündigung, durch Hingabe, durch Märtyrium, durch Dienst im Reich Gottes, durch viele Dinge. Aber wenn wir vom Tempel reden, dann müssen wir erkennen, dass Gott einen Anspruch hat auf den echten Tempel. Und der sind wir. Wisst ihr, jetzt haben wir das Problem. Wir haben alle diese Dinge. Wir haben hier wirklich alles. Wir haben die vollkommene Zahlensymbolik. Wir haben alles vollkommen perfekt, wie es nur auch besser nicht sein konnte. Und ich sage euch eines, es tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Wenn diese Woche rum ist, hat keiner von uns auch nicht eine Ausrede. Wir haben eine perfekte Offenbarung, was Gott will, was der Tempel des Heiligen Geistes bedeutet. Und dann wirst du in Zukunft, wenn du Hesekiel liest, wirst du nicht völlig anders lesen. Du wirst aber auch die Stiftshütte völlig anders lesen. Du liest 2. Mose 25 und Folge völlig anders. Du wirst in Ehrfurcht erstarren, wenn du das liest. Und du wirst plötzlich sehen, da passiert etwas. Du wirst 3. Mose 16, wenn du Yom Kippur liest, wirst du in heiliger Ehrfurcht erstarren, weil du weißt dann ganz genau, was ist das alles, was bedeutet das alles. Du wirst alles erkennen. Das ist Ziel von dieser Woche. Und dann wirst du mit den Sätzen erkennen, wenn du Hesekiel liest, das ist doch alles gar nicht da. Die Wolke setzt sich nicht auf den Hesekiel-Tempel. Wenn die in Jerusalem so einen Tempel baut, da wird sich die Wolke und Feuersäule nie draufsetzen. Weil die Wolke und Feuersäule, die gibt es in der Form, wie in der Vorläufer-Situation, gibt es gar nicht mehr. Die Wolke und Feuersäule ist heute die Fülle des Heiligen Geistes, die in der Person Jesu gegenwärtig ist. Wisst ihr? Und da wird nichts passieren. Und ob der Antichrist sich in den Tempel setzt, das stelle ich auch mal in Frage. Das werden wir auch untersuchen. Das heißt, dieser Hesekiel-Tempel hat eine Bedeutung. Aber jetzt müssen wir sagen, ja, warum macht man denn eine Bibelwoche über einen Tempel, der keine Bedeutung hat? Naja, es gibt nichts in der Bibel, was keine Bedeutung hat. Und jetzt lese ich euch eine Bibelstelle, dass ihr seht, warum wir das tun. Das ist ja die Frage, warum machen wir das? Warum machen wir Hesekiel-Tempel? Das hat einen Grund. In dieser Grund steht Hesekiel 43, Vers 10 und 11. Du aber Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel diesen Tempel. Ist interessant. Übersetzt, beschreibe der Gemeinde diesen Tempel. Was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Also für uns heißt es, wenn wir Bibel lesen, dass das auch für uns gilt. Beschreibe dem Haus Israel diesen Tempel, beschreibe der Gemeinde diesen Tempel. Was soll ich tun, wenn ich den Tempel lese? Was soll dann passieren? Jetzt, lest es genau. Damit sie sich ihrer Missetaten schämen und lass sie den Bau messen. Das heißt, die Bibel sagt, wenn wir der Hesekiel studieren, dann hat Gott den gemacht, dass wir die Maße messen. Das ist nämlich das Nächste. Lass sie den Bau messen. Wir sollen ausdrücklich die Maße
des Hesekiel-Tempels betrachten. Wir sollen genau gucken, warum geht hier 7 Stufen rauf? Warum geht hier 8 Stufen rauf? Warum hat es hier 3 Nischen? Warum hat es hier nur einen Eingang? Das alles spielt eine Rolle. Und er sagt, wenn du das begreifst, dann wirst du dich deiner Sünde schämen. Das heißt, der Hesekiel-Tempel ist von Gott gegeben, dass wir Buße tun. Versteht ihr? Von daher haben wir eine ganz, ganz wichtige Woche vor uns. Und wir betreten hier heiliger Boden. Das sage ich euch. Wenn sie sich dann aller ihrer Taten schämen, die sie begangen haben. Also wenn du dich dann wirklich hier in Buße vor Gott beugst, dann sagt die Bibel, so zeige ihnen die Form dieses Tempels und seine Einrichtungen, seine Ausgänge und seine Eingänge und alle seine Formen und alle seine Satzungen. Das heißt, ich verstehe den Tempel nur, wenn ich Buße tue. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, verkündige ihnen, jetzt pass auf was, alle seine Formen und alle seine Gesetze und zeichne es vor ihre Augen hin, dass sie alle seine Formen und Satzungen behalten und es so machen. Wisst ihr, wo ich das begriffen habe, dass es alles geistliche Offenbarungen sind, wunderbare Dinge Gottes, da war es klar. Ich lese heute Hesekiel-Tempel völlig anders wie früher. Ich lese die Stiftshütte völlig anders wie früher. Ich lese, 5 Zeltbahne werden an 6 Zeltbahne angehängt, mit 50 Klammern zusammengeheftet, und der starre in Ehrfurcht innerlich und sagt, 5, die Zahl der Gnade, findet 6 den Sünder, der gefallene Mensch, und wird durch das Wirken des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt zusammengefasst. Und dann bist du ein Teil dieses neuen Heiligtums. Und dann kommt die Verantwortung, die hier in 1. Korinther 3, 16, 1. Korinther 6 beschrieben wird. Und dann siehst du plötzlich, wie das alles eine Rolle spielt. Also hier steht ganz klar, ist ein Auftrag, wir sollen den Tempel des Hesekiel messen. Wir sollen die Maße untersuchen. Wir sollen das Bauwerk uns ansehen. Und er sagt nicht, sieh dir die Einrichtung an. Sondern er sagt, sieh die Maße an. Also spielen die Zahlen der Maße eine riesige Rolle. Das muss man einfach der Bibel glauben, was sie sagt. Du musst jetzt genau untersuchen, was ist hier drin. Das werden wir machen. Wir werden dann gewaltigste Offenbarungen sehen, wie sie kaum fassbar sind. Und der wichtigste Punkt ist, er sagt, durch das Betrachten dieses Tempels wirst du Buße tun, wirst du gereinigt werden, wirst du dich Gott mehr hingeben, wirst du Gott mehr denken. Mehr danke als vorher. Du wirst mehr an diese Dinge denken, wenn du Bibel liest. Du wirst diese Satzungen behalten, du wirst dir es merken. Und dann sagt er Vers 12 etwas, es ist hochheilig. Ist das klar? Wir haben nur ein Abbild, nur ein Schatten, nur ein Vorläufer. Und trotzdem sagt Gott, es ist hochheilig, weil dieses Abbild, dieser Schatten zeigt uns das echte Heiligtum. Der echte Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist unser Thema in dieser Woche. Das heißt, wir haben zuerst nur ein Zelt, wo die Schechina, die Wolke und die Feuersäule oder das, was man davor sah, das echte, ich muss nochmal betonen, das echte konnte die nicht sehen, sie wäre tot umgefallen, alle. Das zweite, was dann geschah nach diesem Vorläufer, war die Bundeslade, die Hütte hatte, und diese Hütte war die Stiftshütte, da war die Bundeslade drin und da war das Zentrum drin, der Sühnedeckel. Wisst ihr, jetzt seht ihr, wie du die Bibel lesen musst. Du musst alle Stellen zusammen puzzeln, also praktisch alles zusammensetzen. Wiederum sagt die Bibel, vom Sühnedeckel allein redet Gott, dort hörst du die Stimme Gottes. Wer ist der Sühnedeckel? Der Herr Jesus. So kannst du alles zusammensetzen. Wer sind die Bretter der Stiftshütte? Die Bibel sagt, die Gläubigen. Wer sind die Steine der des Tempels? Die Bibel sagt, die Gläubigen. Das kannst du ganz genau sehen, wie die Steine bearbeitet wurden, wie Gott das macht. Du kannst sehen, wie letztendlich das Akazieholz bearbeitet wurde. Kannst du sehen, wie Gott das macht heute bei uns. Du hast eine vollkommene Offenbarung im Alten Testament, wie Gott sein Haus, die Gemeinde baut. Das ist der Tempel. Und das müssen wir untersuchen. Und dann müssen wir mit diesem Wissen, das muss uns jetzt 2, 3 Verkündigungen, muss uns das beschäftigen. Dann gehen wir mit diesem Wissen in den Hesekiel-Tempel rein. Dann werdet ihr 2 Dinge erleben. Auf der einen Art wirst du völlig fasziniert sein, wie Gott diesen Tempel gebaut hat. Du wirst sehen, dass die Maße, die Zahlen das Entscheidende sind. Aber du wirst gleichzeitig enttäuscht sein und sagen, das ist ja kein Stiftshütte. Das ist ja kein Stiftshütte mehr.
Da ist gar kein Bundeslade, da ist gar kein Sühnedeckel, da ist keine Herrlichkeit, weißt du denn hier noch? Nichts ist. Wisst ihr, jetzt muss man halt nochmal zurückgehen und sich vergegenwärtigen, was hier alles gefehlt hat. Es ist einfach so, es fehlte in der Bundeslade, es fehlte die Bundeslade, und wenn die Bundeslade fehlt, dann war es anscheinend weg. Weil da war kein Sühnedeckel. Was auch gefehlt hat, war der siebenarmige Leuchter. Den siebenarmige Leuchter, den die Römer gestohlen haben, den sie auf ihrem Triumphbogen drauf abgebildet haben, das war er nicht. Das war kein echter, das war eine Nachbildung, das siehst du am Fuß. Weil der echte Leuchter hatte keinen so Fuß, sondern andere. Und den, wo die Römer gestohlen haben, war schon eine Nachbildung. Sie haben also in diesem herodianischen Tempel den Leuchter nachgemacht. Was auch gefehlt hat, der goldene Krug mit dem Manna. Das Manna wurde ja in der Stiftshütte aufbewahrt, im goldenen Krug, hat auch gefehlt. Also Bundeslade hat gefehlt. Sühnedeckel hat gefehlt, dann der Leuchter hat gefehlt, der echte, der goldene Krug mit Manna hat gefehlt und das Gefäß, er sagt ja, du sollst das Salböl, das wiederum die Wirkung des Heiligen Geistes beschreibt, wunderbar im Buch Mose, das Gefäß mit dem Salböl hat auch gefehlt, war alles weg. Der Stab Aarons, der gegrünt hat, geblüht hat, hat gefehlt. Die Kiste mit den goldenen Mäusen der Philister, die waren alle in der Stiftshütte, hat auch gefehlt. Der Stab Moses hat gefehlt. Die Urim und die Tumim, das waren ja diese Mittel, mit denen der Priester dann weissagen konnte, die haben auch gefehlt. Die Shechina ist nicht mehr erschienen. Und Gott hat das Feuer auf dem Altar nicht mehr selber entzündet, sondern sie mussten ein Feuer machen. Da haben sie Tricks angewendet, dass du dich schämst, wie man so tricksen kann. Haben dann vorgespielt, wie wenn Gott es noch anbrennen würde. Gell? Völlig Unsinn. Aber euch ist klar, wir haben hier mit dem Hesekiel-Tempel praktisch die letzte Stufe der Vorschattung. Aber ja, es ist ein heiliges Gebiet, weil Gott sagt, obwohl er hier einen Tempel zeigt, der das Entscheidende, nämlich das Allerheiligste, mit Bundeslade, Sühnedeckel, mit diesen ganzen Dingen gar nicht mehr hat, sagt er, die Maße sind so wichtig, dass sie für Israel und für die Gemeinde Jesu ein Mittel sind, um Buße herbeizuführen, um in sich zu gehen. Wieso? Und das wollen wir diese Tage tun. Soll ich ganz ehrlich sein? Wenn ihr jetzt enttäuscht seid, habe ich Verständnis. Weil, ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, wenn ich da zu so einer Bibel gegangen wäre, gesagt, jetzt will ich wissen, wie läuft das im tausendjährigen Reich? Wann in der Endzeit bauen sie den Tempel? Wie hätte ich gemacht? Heute muss ich sagen, Entschuldigung, für solche Geschichtchen habe ich keine Zeit. Das sind nur Geschichtchen. Erzähl mir vom echten Tempel des Heiligen Geistes. Erzähl mir von der echten Shechina. Erzähl mir vom echten Hohepriester. Lass mich vorab etwas sagen, nur dass er seht, wo es hingeht. Also wenn der Herr Jesus der Sühnedeckel ist, das ist ja der Altar dann, wo das Blut drauf gesprengt wurde, sei Blut. Wer ist denn der Hohepriester, der das geopfert hat? Blut Hebräer. Der Herr Jesus. Wer ist denn das Opfer, das geschlachtet wurde? Der Herr Jesus. Wisst ihr, jetzt müsst ihr euch selber euch vorstellen. Der Jesus ist das Opfer. Der Jesus opfert sein Blut. Er ist aber auch der Sühnedeckel, der Altar, wo es drauf gesprengt wird. Er ist der hohe Priester, der das springt. Jetzt versteht er vielleicht, wo in der Bibel steht, alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Er tut alles. Dann versteht er, er ist ein vollkommenes Opfer, ein perfektes Opfer, das er hier macht. Und das ist das einzige Opfer, das vor Gott, dem Vater, angenehm ist. Darum ist die katholische Messe eine Gotteslästerung, wenn man sagt, man vollzieht das blutige Opfer, das der Herr Jesus einmal gebracht hat, unblutig nach. Versteht ihr? Alle Mittel, die der Mensch anwendet, um das nachzuahmen, sind letztendlich, ich sage es mal so, am Rande der Gotteslästerung. Sondern wir sollen als Gläubige genau Hesekiel 43,10 erleben. Wir sollen hingehen, die Schattenbilder verstehen und dann das Geistliche auf uns wirken lassen und dann beginne Gott ehrlich zu dienen und dann kommt die Shechina, die echte, die Wolke und Feuersäule, dann kommt die Fülle des Heiligen Geistes. Und das ist Ziel für diese Woche, muss man ganz klar sagen. Ich habe bitte, wisst ihr, es hängt nicht daran,
dass ich einen Teil von dem von Gott geoffenbart bekommen habe oder ich das weiß. Das nützt gar nichts. Wir müssen alle in diesen Tagen beten, dass der Herr uns allen diese Herrlichkeit neu offenbart. Versteht ihr? Ich bin nur ein Mittel zum Zweck. Ich bin nur jetzt in dem Fall der Sprecher. Ich habe nur das Material. Wenn der Jesus das nicht lebendig macht durch seinen Heiligen Geist, das für uns fassbar wird und in unserem Herzen aufblüht, dann ist es ein Nichts. Drum mal bitte, auch jetzt gerade am Ende von diesem Abend, betet, dass Hesekiel 43, 10 und 11 geschieht. Lest nochmal, lest auch Vers 12, wo es heißt, es ist hochheilig. Ihr werdet sehen, alles was wir tun, ist hochheilig. Und ich sage es euch ganz ehrlich, der Großteil der Christenheit kümmert sich um das nicht. Es tut mir leid, es ist leider so. Man kümmert sich um die Niedrigkeit, um alles Mögliche, wo ich sagen muss, ja, bringt seine Anzeige, dass man Gemeindeversammlung hatte, wieder hasenfrei in der Zeitung und so Zeugs. Statt dass man hingeht ins innerste Heiligtum, dass man reingeht und diese Offenbarung Gottes erwartet. Wisst ihr, und ich habe die große Hoffnung, dass der Herr uns Gnade gibt in diesen Tagen, dass wir diese Tempel uns so ansehen können, dass wir alles verstehen. Und dass wir dann mit diesem Wissen hineingehen in den Hesekiel-Tempel. Und dann werden wir geistliche Mathematik betreiben. Die ist ganz einfach, die geht nur bis 10. Von daher. Manchmal geht sie bis 13, manchmal geht sie auch bis 30, aber sie bleibt in der Regel immer im Bereich, wo man es noch relativ leicht machen kann. Allerdings ganz am Schluss kommt es dann bis 25.000. Aber das ist auch einfach, weil 5, die Gnade mal 5, potenziert ist 25 mal 1000, die Zahl des Segens Gottes, nachher ist wieder 25.000. Also ich hoffe auch, dass am Schluss von der Woche ihr mit der ganzen Zahlensymbolik, mit der Stoffsymbolik, mit dem ganzen Alten Testament völlig anders umgeht. Soll ich sagen, was das große Ziel ist? Dass wenn ihr das Alte Testament aufschlagt und beginnt in diesen Dingen zu lesen, dass ihr freudige Schauer über der Rücke gejagt bekommt. Dass ihr euch freut und voll Spannung seid, was passiert. Weil dann wird dieses Buch hier nochmal ganz anders. Und das soll das Ziel für diese Woche sein. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, was für eine Herrlichkeit, dass du der große hohe Priester, dass du selber der Sühnedeckel warst, dass du selber das Opfer warst, dass du selber dein kostbares und teures Blut als das wahre Blut des Versöhnungstages gesprengt hast, dass du im himmlischen Heiligtum, im echten Heiligtum alles getan hast. Und dass wir jetzt in dieser Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen ist, Nutznießer sind von diesem gewaltigen Opfer, das du gebracht hast. Und dass wir geöffnete Augen haben dürfen, dass wir sehen, was du uns vorgeschattet hast in diesen Tempeln, beginnend von dieser einfachen Zeltwohnung des Mose über die Stiftshütte bis hin zu unserem Tempel Hesekiel. Dass du uns diese Dinge offenbarst und dass wir deine Herrlichkeit dann sehen dürfen. Wir haben ja die gleiche Sehnsucht wie in Mose. Wir möchten deine Herrlichkeit, wir möchten die Herrlichkeit Jesu sehen. Und wir bitten dich für diese Tage, dass du unser demütiges Herz gibst, dass wir uns wirklich auf diesem heiligen Boden mit der entscheidenden Ehrfurcht bewegen, dass du mit uns zum Ziele kommst, zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen.